Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Freigangstag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute geht es um meine John Varvatos Duft Collection. Ich habe 4 Stück, die werde ich euch jetzt gleich präsentieren. Und auch einen, den ich hatte, den ich aber verkauft habe. Und ja, es sind für mich eigentlich, oder beziehungsweise diese Firma macht richtig gute Düfte. Gleich vorweg, weil viele das wissen, ist, dass die Haltbarkeit leider nicht so gut ist. Warum auch immer, so langsam muss ich das doch rumgesprochen haben, aber die Firma versteht es immer noch nicht. Leider ist die Haltbarkeit nicht so gut, aber die Düfte sind schon wirklich manchmal richtig schön gemacht. Ja, und dann fangen wir auch gleich mal mit den ersten an. Ja, und der erste ist Artisan Aqua. Den habe ich wie gesagt nicht. Deswegen blende ich ihn hier ein. Das ist der erste, den ich als erstes vorstellen möchte, weil er ist sehr ziemlich, sag ich mal, ja, man muss nicht drüber reden viel, weil er ist wirklich nicht so gut, der Artisan Aqua. Viele sagen und vergleichen ihn mit 4711. Nee, da ist vom Neroli drin, aber so würde ich ihn auch nicht vergleichen mit der 4711 oder am besten noch Neroli Portofino von Tom Ford. Nein, aber ich kann noch nicht mal sagen, was ich nicht an ihm gut finde. Er ist einfach nicht gut, es fehlt einfach irgendwas. Es ist einfach frisch, aquatisch und die Haltbarkeit fehlt auch. Wie schon am Anfang erzählt habe, das fehlt komplett. Und aber in diesem Duft fehlt noch einiges anderes. Und ich weiß nicht was. Der Flakon, wunderbar. Die sehen alle, das hat einfach was mit diesen, die Art so eine Rumbuddel, Rumflasche. Perfekt, alles gut. Aber Leute, Artisan Aqua braucht man nicht wirklich unbedingt. Auch nicht, also nicht einreden lassen, ja, im Sommer. Nein, den braucht man nicht. Da kommen wir gleich zu anderen, die auf jeden Fall besser sind. Also vergesst den Artisan Aqua. Leider ist der schwach in allen Punkten. So, zum nächsten. So, der nächste ist Artisan Blue. Ja. Und weil ich gerade von Sommerdüften gesprochen habe, das ist ein Sommerduft, das ist ein richtig guter Sommerduft. Also das ist eine ganz andere Liga als der Aqua, der Blue. Das ist Urlaub pur. Richtig, wirklich Urlaub pur. Lavendel, Bitterorange, Bergamotte. Ach Mann, das ist ein richtiger, er riecht wie am Strand, am Meer. Nicht süß, einfach. Ich wollte gerade sagen, frisch fruchtig, aber ja, also schon fruchtig, aber nicht süß. Und das ist absolut, ich kann es noch, muss noch mal sprühen. Ach, da kommen wir doch gleich zu bei dem Wetter, man denkt doch gleich, es ist Sommer. Allerdings haben wir ja auch Sommer, wir haben in Hamburg 13 Grad, auch wenn der Wind da ist, ne? Wie heißt sie, komme ich jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall ziemlich windig, aber leg den auf, meinetwegen auch zu Hause. Artisan Blue, richtig gut. Und preislich müsst ihr mal gucken. Ich werde versuchen, die Düfte natürlich zu so verlinken. Und da habe ich schon so ein paar Düfte. Das muss ich jetzt mal kurz vorweg sagen. Ich habe ein paar Düfte für euch verlinkt. Billige, gute Düfte extra für euch rausgesucht. Schaut mal unten in meiner Beschreibung nach. Artisan Blue könnt ihr auf jeden Fall in eure Sammlung wandern lassen im Sommer. Top-Duft. Ja, und dann kommen wir zu den weißen Artisan Pur. Da sagen viele, das ist der beste. Mal Fokus. Absolut. Da haben wir es wieder. Absolut. Das ist cremig, zitrisch. Ja, cremig, zitrig, frisch. Und dieser Duft, der hält länger. Das ist der einzige Duft, der wirklich sehr gut aushält, sagen wir mal, 6, 7 Stunden. Und ihr hört schon 6, 7 Stunden, da wisst ihr, dass die anderen leider nicht so halten. Aber nehmt es mit, nehmt die Düfte mit, sie sind nicht so teuer, sie riechen aber einfach lecker. Aber Artisan Pur,
ist ein richtiger schöner Begleiter, auch wenn es richtig heiß ist. Der andere auch, mehr am Strand. Und das ist, wenn man unterwegs ist im Sommer oder an dem Strandbar sitzt, abends richtig perfekter Duft. Dann kommt etwas Holzigkeit dazu. Also Iris ist hier drin, zitrisch, Iris, holzig. Ah. Sehr. Und vor allen Dingen, ihr eckt nicht an. Mit diesen Düften eckt ihr einfach nicht an. Und die Flakons, wie gesagt, ich liebe sie. Also sie ist schon genial gemacht in dieser Rumpfflasche. Also es gefällt mir. Fokus nicht jetzt. Ach, egal. Auf jeden Fall Artisan Pur kommt oder solltet ihr mit im Sommer in eurer Sammlung haben. Definitiv. Zum nächsten. Ja, jetzt kommen wir zu dem Jack Sparrow Duft. Ihr wisst es, hatte ich schon öfters vorgestellt, und zwar Dark Rebel. Ein absolut genialer Duft. In der Preiskategorie darf man ja auch nicht vergessen. Die Sprüher sind übrigens alle gut. Ja, der Jack Sparrow Duft. Das ist auch hier. Gefällt mir auch. Es ist eine coole Idee eigentlich immer. Das macht er richtig gut. Genau wie die Düfte. Auch hier liegen wir bei 6 Stunden. Obwohl, dann ist er schon ziemlich hautnah, also 5, 6 Stunden. Hier schwarzes Leder drin, Jamaika Rum und mexikanische Vanille. Das sind nur 3. Hier sind ungefähr 25 Inhaltsstoffe drin. Als wenn man auf einer Black Pearl segelt, wollte ich schon sagen, durch die Meere segelt, schwimmt, gleitet, wie auch immer, als Jack Sparrow. Passt perfekt, der Duft. Hatte ich ja schon immer gesagt, der passt wirklich. Das ist Johnny Depp, wie ich immer so schön erwähne, betone. Und dieser Duft als Jack Sparrow richtig gut. Oder beziehungsweise auch der Fluch der Karibik Duft. Schaut euch den mal an, testet ihn mal. Ja, und zu guter Letzt kommt der Dark Rebel Rider. Ihr könnt es erahnen, wer den noch nicht kennt. Hier ist Lederrum. Das ist im Endeffekt der Johnny Depp oder Jack Sparrow Duft. Nur den Rum weggenommen und das Leder dazu. Wie hier eben mitten ins Gesicht das Leder gehauen mit etwas Süße, Bitterorange, Zitrone, Safran, Leder ist hier drin. Und natürlich auch noch mindestens 20 mehr Inhaltsstoffe. Also richtig viel. Hier bekommt ihr auf jeden Fall Leder und etwas Süße um die Ohren gehauen. Allerdings auch nicht wirklich lang. Und im Endeffekt könnte ich es auch sagen, ist das auch im Endeffekt schon eine Frechheit eigentlich. Weil ich denke mal, John Varvatos und die Firma John Varvatos hat es bis jetzt mitbekommen, dass genug zahlreiche Fragrance-YouTuber das betont haben und beanstandet haben. Aber irgendwie kommen sie, machen sie einfach Düfte, hauen ihn raus. Hauptsache, wir machen Geld, keine Ahnung. Ich muss das, egal wie geil die Düfte sind, egal wie geil die Flakons sind, ich muss das leider, ich stelle mal kurz hin, anprangern. Die Haltbarkeit ist eine Frechheit im Endeffekt. Das ist so, ich habe ihn hier drauf. Den riecht man nach einer, sag ich mal, nach 1,5 Stunden oder nach einer Stunde nur nach hautnah. Und gut, jetzt habe ich hier viel gerochen, aber ich bitte euch, ganz ehrlich, ein Duft, es gibt ja nun Internetseiten, da kriegt man sie billiger. Aber es gibt auch Leute, die Düfte ganz woanders kaufen und da kosten sie dann auch 60, 65 Euro. Ich bitte euch, aber doch nicht für die Haltbarkeit. Weil die Scheiße, ganz ehrlich gesagt. Mir fällt das jetzt ein. Ich habe das am Anfang jetzt nicht in diesem Video so extrem betont, weil ich merke das gerade, weil ich habe ihn hier auf dem Arm, den Dark Rebel Rider. Und weil ich ihn vorher irgendwie aufgesprüht hatte, habe ich gesagt, okay, das ist cool. Da machen wir mal kurz ein Video über die Düfte, weil ich sie trotzdem mag. Aber ganz ehrlich, die Haltbarkeit, das geht nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass das John Varvatos irgendwie nochmal ändern wird. Aber das ist eben so.
Ich würde trotzdem gerne wissen, ob ihr die Düfte gut findet, ob ihr auch welche habt. Ich gehe davon aus, jetzt mal so aus dem Kopf, ihr habt den Pur, den weißen, den hier. Den werden die meisten hier haben, die jetzt hier zugucken. Gehe ich einfach mal von stark aus. Und natürlich den Dark Rebel, den normalen. Im Endeffekt ist der Dark Rebel, der Rumduft, auch der. Nee, ich wollte gerade sagen, der beste der Reihe. Es ist ein bisschen schwierig, Winterdüfte bei der Haltbarkeit, Winterdüfte mit Sommerdüfte, also erst von der Haltbarkeit der beste. Und im Endeffekt ist er hier. Das ist im Endeffekt, sagen viele, der beste. Ist er auch mit ihm hier, finde ich. Also, das ist ja eine. Ich muss hier nochmal sprühen. Nee, das ist ja, für mich ist das der beste. Der Blue ist der beste, ganz einfach. Und vergleichen kann man Sommerdüfte so und so nicht. Oder battlen Sommerdüfte mit Winterdüfte schwer, weil der Dark Rebel, der Jack Sparrow, Entschuldigung, wirklich top ist. Eigentlich ist das das Zugpferd und der beste, weil das ist immer so im Kopf: Dark Rebel, Johnny Depp, Jack Sparrow und so weiter und so fort. Jetzt 100-mal erwähnt. Das ist schon stark. Aber schreibt mal in die Kommentare, welcher ist für euch der beste? Oder habt ihr noch andere? Es gibt ja noch andere Düfte von der Marke, die habe ich auch nicht alle, aber die ich habe, die reichen auch. Und wie gesagt, der Akbar schenkt euch das, vergesst das. Den müsst ihr euch nicht holen, weil das ist auch rausgeschmissenes Geld. Das ist Blödsinn. Holt euch lieber den Blue, weil das ist um Längen und um Meilen besser. Ja, denn vergesst sich nicht weiter zu abonnieren und danke für euer positives Feedback. Es macht immer mehr Spaß, umso mehr natürlich kommen, umso mehr Feedback man kriegt, umso mehr ich, genau wie bei Instagram, das habe ich jetzt demnächst bei 12.000 oder habe ich sie schon, 12.000 Follower und ich kriege so viel Nachrichten von euch, ich werde sie alle versuchen zu beantworten, das geht nicht sofort, aber ich versuche es so gut wie es geht. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und denkt dran, ich habe für euch Düfte in meiner Beschreibung verlinkt. Die sind jetzt immer da. Also die sehr gute billige Düfte für klein oder beziehungsweise sehr gute Düfte für kleines Geld. Plus natürlich immer die ich aktuell vorstelle. Ja, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Fragrance Talk.